Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Erlweb Bestwin. Wir sind letzte Folge hier in den wallenden Nebeln angekommen und ja, im Moment ist gerade ein recht netter Wettereffekt, das Schattengewitter. Finde ich, sieht richtig cool aus. Ja, genau, Schattengewitter. Okay. Dann gehen wir doch mal hier den Weg entlang. Denn da vorne am Etherin steht schon Alfino. Werde ich mir gleich harmonisieren. So, Alfino ist Tinian und Isel, meine Reisegefährten. Der Gipfel des Somal, die wallenden Nebel. Es ist anders hier oben auf dem höchsten Flecken Erde in Eosea. Die Luft ist dünner, die Kälte nicht so klamm wie die in Kurtas. Ja, und jetzt könnte ich dann natürlich auch im germanischen Vorland fliegen. Aber das sind wir jetzt erstmal nicht. So weit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch Reiswälder finden. Aber wie ist die Frage? Für ein seltsames Wesen. Ich mag mich getäuscht haben, Erlweb, aber für mich sah das ganz nach einem Mogri aus. Für mich auch. Die Mogris leben eigentlich nur im Finsterwald. Was hat er hier zu suchen? Egal, wir sollten uns auf seine Fersen heften. Vielleicht weiß er ja, wie wir Reiswälder finden können. Jo. So viel sei verraten. Ich habe schon Relax. So viel sei verraten. Das, was jetzt kommt, hat dazu geführt, dass viele Final Fantasy 14 Spieler die Mogris einfach nur hassen. Verflucht. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Wir sollten die Gegend absuchen. Da glitzert ja schon einiges. Schauen wir uns doch mal diese Ätherspur an. Ein seltsames Flimmern liegt in der Luft. Ob hier ein Tarnzauber am Werk ist? Mogris heißen die kleinen Wesen? Ich habe zum ersten Mal einen gesehen. Irgendwie niedlich. Was guckst du mich so an? Klingt das Wort niedlich so falsch aus meinem Mund? Die Leute mögen mich Eisherz nennen. Doch das heißt noch lange nicht, dass ich gefühlskalt bin. Okay. Dann schauen wir mal noch bei Estinien. Ich
sehe hier weit und breit keine Spur von Muckis. Alfino muss sich getäuscht haben. Vielleicht hat er eine dieser flauschigen Pflanzen für einen Muckri gehalten. Da direkt hier ist sie. Du findest keine Spur des Muckis. Okay. Alfino, was sagst du dazu? Ich bin mir sicher, dass der Muckli dort vorne verschwunden ist. Ob er sich mit einem Zauber getarnt hat? So was Dummes. Der Muckri wüsste vielleicht, wie wir zu Resnelga kommen. Wäre ja jedenfalls nicht verkehrt, einen Anhaltspunkt zu haben. Das ganze Wolkenmeer können wir kaum durchkämmen. Und mein Drachenauge verrät mir leider nur, wo Nidhogg steckt. Ich fürchte, wir müssen uns wieder einmal aufteilen. Izael, halte du nach friedlichen Drachenausschau, die uns Auskunft geben können. Würdest du das tun? Ich kann es zumindest versuchen. Die meisten Drachen hier sind auf Nidhoggs Seite, aber vielleicht haben wir ja Glück. Was machst du, Alfino? Weiter nach dem Muckri suchen. Und zwar im Finsterwald. Vielleicht wissen die Muckris dort etwas über etwaige Artgenossen im Wolkenmeer. Erwin, es wäre gut, wenn du mich begleiten könntest. In Ordnung. Ich bleibe hier. Das sollte Nidhoggs Blick von euch lenken. Er weiß, dass wir Tioman getötet und das Drachenauge in seiner Nähe gebracht haben. Wenn ich hier verharre, habt ihr vor ihm nichts zu befürchten. Das wäre in der Tat eine große Hilfe. Also gut, Erlbim. Brechen wir nach Kidania auf, zu Kanesena. Ihr vertraut die Muckis. Aber vorher solltest du dich noch mit dem Ätheriten hier harmonisieren. Hab ich doch schon gemacht. Es sei denn, du brennst darauf, den ganzen Weg nochmal zu Fuß zurückzulegen. Gut, dann geht es nach langer Zeit mal wieder nach Gridania. Zumindest von der Main Story her nach langer Zeit. Wir haben Glück. Trotz unseres Überraschungsbesuchs hat die älteste Saatzieherin Zeit für uns. Sie kann uns hoffentlich helfen, Kontakt zu den Muckis im Finsterwald herzustellen. Kanesena erwartet uns am Wasserrosentisch. Die älteste Saatzieherin erwartet dich bereits. Bitte folge mir. Alfino. Admiral Merwib hatte mir bereits berichtet, dass ihr aus Ulda entkommen konntet. Die Freude, euch endlich zu treffen, ist grenzenlos. Wir sind euch dankbar für alles, was ihr für uns getan habt, älteste Saatzieherin. Leider müssen wir euch schon wieder mit einer Bitte behelligen. Wir möchten den Krieg zwischen Ishgard und den Drachen beenden. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Was kann ich für euch tun? Ihr glaubt, dass es Muckri
es in den wallenden Nebel gibt und hofft, dass sie euch den Weg zur Resselga weisen können. Kupopopo! Das wäre ja eine Kuposation! Kuplokop, was verschafft uns die Erde? Ich war gekommen, um dir ein paar Kuponüsse zu bringen, älteste Saatseherin. Doch was dürfen meine Ohren da vernehmen? Mogdis im Wolkenmeer? Das höre ich zum ersten Mal, Kupo. Auch ich wollte zuerst meinen Augen nicht trauen. Doch da flog zweifelsohne ein Mogli durchs Wolkenmeer. Wenn sein Fell auch eine andere Farbe hatte als deines. Ist es möglich, dass dort oben Moglis leben, Kuplokop? Nun, es heißt, dass unsere Ahnen aus den Wolken stammen, Kupo. Ah, du spielst auf die Legende von Mogulmog den XII. An. Den letzten König der Moglis, der ein Seil vom Himmel hinabwarf, in dem sein bedrohtes Volk sich hinabhangelte. Nun, die Legende scheint wahr zu sein, wenn mich meine Augen nicht vollkommen im Stich gelassen haben. Auszuschließen ist es nicht. Schade, dass der Mogli so schüchtern war und vor euch weggeflogen ist. Nicht schüchtern, Kupo. Vorsichtig. So wie wir. Bestimmt habt ihr ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt. Deswegen werde ich mit euch gehen, Kupo. Einem Mitmogli wird man bestimmt zuhören. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Kupo. Du wärst wirklich bereit, uns bis zum Wolkenmeer zu begleiten? Aber selbstverständlich, Kupo. Mir ist zwar etwas unwohl bei dem Gedanken, die Sicherheit des Waldes zu verlassen, aber unsere Ahnen über den Wolken würde ich nur zu gerne treffen. Auch ich will euch begleiten, Alfino. Vielleicht kann ich ja etwas für euch tun. Seid ihr euch sicher, werte Saatseherin? Ich schulde dem Bund der Kriegerin des Lichts viel. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Zwar muss auch ich gegen Widerstand ankämpfen, aber die wirklich gefahrvollen Wege habe ich immer gemieden. Das muss ein Ende haben. Es spricht doch hoffentlich nichts dagegen. Selbstverständlich nicht. Es wäre uns eine Ehre, älteste Saatseherin. Ich werde Kanesena zum Gipfel begleiten. Eile du voraus und gib Estinien dieselbe Bescheid. Keine Angst, der Weg ist mir bekannt und die älteste Saatseherin kann fraglos sehr gut auf sich und vermutlich auch mich aufpassen. Uns wird schon nichts passieren. Okay. Und dann machen wir doch gleich Rückführung. Schön, dass ich meinen Heimatpunkt da gesetzt habe. Dann da hinten steht irgendwo Alfino. Ne, Estinien steht hier irgendwo. Genau, da. Da bist du ja wieder. Nitok hat sich nicht geregt, aber ich spüre nach wie vor, dass er uns beobachtet. Die älteste Saatseherin
einen dedanischen Mogli konntet ihr für unsere Sache gewinnen. Keine schlechte Ausbeute. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Junge sich nicht verläuft. Ah, da sind sie ja. Entschuldigt, dass wir euch so lange warten ließen. Unsere Reise verlief problemlos. Ehrlich gesagt waren sogar verdächtig wenig Drachen unterwegs. Das ist Estinien, werte Saarseherin. Ein Drachenreiter aus Ishgard. Es freut mich, euch kennenzulernen, Estinien. Mein Name ist Kane Sena, älteste Saarseherin Lidanias. Hab Dank, dass ihr dem Bund in dieser Angelegenheit beisteht. Estinien kann ja richtig galant sein. Ist dies womöglich die Siedlung der Wolkenmeer-Moglis? Ich spüre eine Präsenz. Als Gäste sollten wir uns höflich vorstellen. Wird Isael nicht begrüßt? Dieser Ort scheint mir angemessen. Sie warten schon, liebe Saatseherin. Ganz viele Moglis, Kopo. Ihr könnt sie nur nicht sehen. Sie haben sich mit einem Zauber unsichtbar gemacht. Liebe Moglis, mein Name ist Kane Sena. Ich bin aus dem Finsterwald gekommen, um mit euch zu sprechen, begleitet von eurem Kameraden Kuplokop. Wir kommen in Freundschaft und Frieden. Der Wind und die Wolken sind meine Zeugen. Seht dieses Licht? Sie flüstern es uns, Kupo. Dein Herz ist rein wie Sonnenschein. Hallo, ich bin Moglin Kupo, der Anführer dieses ruhmreichen Stammes. Hab Dank, dass du dich zeigst, werter Moglin. Darf auch ich mich vorstellen, Kupo? Mein Name ist Kuplokop. Ich bin als Vertreter der Moglis des Finsterwaldes hier. Was du nicht sagst, Kupo. Dein Fell hat eine andere Farbe, aber ein Mogli bist du zweifelsohne. Es kommt mir wie in einem Traum. Meine Gefährten wussten nicht, dass du und dein Volk hier oben lebt. Verzeiht, wenn sie euch Angst gemacht haben. Ich hoffe, wir können trotzdem Freunde werden. Wir sind hierher gekommen, um mit Reswelger, dem heiligen Drachen, zu sprechen. Wir wünschen, den tausendjährigen Krieg zu beenden. Das will ich dir gerne glauben, Kubo. Dein Licht ist gütig. Ganz anders als der Drachenaugenträger. Der macht uns Angst, Kupo. Deshalb haben wir uns versteckt. Das Wolkenmeer ist voller Drachen, Kupo. Manche sind freundlich wie Reswelger, doch manche sind böse und jagen uns Moglis zum Spaß. Sie dürfen nicht verärgert werden, sonst ist unser Friede in Gefahr, Kupo. Hört mich an, meine Freunde. Diese Abenteurerin hat den Moglis im Wald schon viele Male aus der Patsche geholfen, Kupo. Verurteilt sie und ihre Gefährten nicht vorschnell, Kupo. Gern würde ich dir glauben, mein bommeliger Bruder von unter den Wolken, Kupo, doch. Wir kennen uns kaum, werter Moglin. Und wir erwarten nicht, dass du uns direkt vertraust.
Warum gebt ihr uns nicht die Chance, unsere Redlichkeit unter Beweis zu stellen? Wohlan, bisher habt ihr uns nichts getan, Kubo. Wir werden euch als unsere Gäste empfangen. Ob ihr unsere Hilfe wirklich verdienen, werden die Prüfungen unserer Ahnen zeigen, Kubo. Keiner von euch ist wie der andere. Wir Mogris gleichen uns sehr. Darf ich fragen, wie du heißt, Kubo? Ich heiße Alvin Bestwin. Alvin Bestwin? Was für ein seltsamer Name, Kubo. Da bin ich gleich doppelt froh, dass ich Moglin heiße. Das klingt doch viel ruhmreicher. Aber wie auch immer, Alvin Bestwin. Gehe zu Mokhan, Mokbuk und Mogwin und absolviere die Prüfungen, die sie dir stellen. Nur wer die Prüfung unserer Ahnen besteht, ist unserer Hilfe möglich. Ist dies besser als... Warte doch. Okay, dann würde ich sagen, die Prüfung der Ahnen machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!